sagst, das macht auf Schnee und Eis erst so richtig Spaß. Bist du da sicher? Ich bin. Aber ich glaube, Audi und Heineken-Rennen und Kitzbühne passen perfekt zusammen. Also Audi ist die Quattro-Marke und das ist eine große Tradition. So Skifahren, extrem Skifahren und Extremtechnologie bei Audi, ich glaube, das passt perfekt. Ich glaube, die Leute sehen, das ist Passion, das ist also Extremsport und Speed, das ist cool. Und dann liegt alle hier, bitte! Und dann kommt hier, bitte, dann ja, ich habe die Rennen heute erstmal zu Hause verfolgt am Fernseher und freue mich auf einen schönen Abend hier und trotzdem, ich werde nicht viel sehen, ich bin mitten in der Reha, ich muss wieder ins Trainingsgelände, also lang wird mein Aufenthalt nicht sein. Wie ist der FC Bayern für die Rückrunde aufgestellt? Sehr, sehr gut, also wir haben ein paar Verletzte, aber nicht mehr viele, es sind jetzt immer mehr zurückgekehrt und deswegen sind wir, glaube ich, sehr, sehr zuversichtlich für die Rückrunde. Was glaubst du ist gefährlicher? Die Streifen runter oder ein Fußballspiel? Für mich ganz klar die Streifen. Viel gefährlicher. Eindrehen. Perfekt da. Einmal mal. Einmal mal. Ja, wie schon immer. Wir sind jetzt seit 15 Jahren hier. Immer progressiv, hochwertig und sportlich. Und die Streif ist nun mal die schärfste Strecke. So wie wir unser 24-Stunden-Rennen in Le Mans haben und das passt sich sehr gut zusammen. Was verbindet das Heineken-Rennen und die Zielgruppe von Audi? Ja, das sind alles sehr sportaffine Menschen. Die lieben den Sport, die lieben auch schnelle Autos. Und ich glaube, hier in Kitzbühel ist einfach ein toller Ort, wo man sich treffen kann. Was erwarten Sie sich? Ja, auf jeden Fall ein tolles Rennen. Das hatten wir in den letzten Jahren auch. Spannungsgeladen. Mal schauen, was der Felix Neureuther hingekriegt. Und dann werden wir sehen. I think it's amazing. Out of nowhere pops all this madness. It's incredible. It's like 2 days of madness within a little peaceful town. You're singing in all the big cities in the world. What is your ranking of the event here in small Austria? It's really fun. The Gasometer in Vienna is one of my favorite venues to play in all of Europe, I've got to say. But here tonight I'm playing in a tiny, tiny venue. You know, it's a tiny little dining room. So you have no idea what happens in venues like this. Because it's not a venue. It's fun for me. It changes it. Are you skiing yourself? Yeah, terribly. But I do it with feeling, which is what counts. With passion, even if I'm awful. Have you seen the race today? Yes. Allez la France. Bravo. Bravo, Alexis. Bis jetzt ein toller Tag gewesen heute und die Abfahrt ist natürlich irgendwie schon das Highlight für mich persönlich, weil Speed ist natürlich das, mit dem ich mich sehr gerne in Verbindung bringe. Von daher freue ich mich auf morgen, auf die Audi Night heute. Tolle Gäste da soweit. Ich bin gespannt, was noch kommt. Du bist ja jetzt auch privat wahrscheinlich öfter mal in Kitzbühel unterwegs. Fährst selber Ski? Streif schon mal gefahren? Ja, ich habe schon mal probiert, aber mehr oder weniger nur runtergerutscht oder die Familienabfahrt und für Montag haben wir uns vorgenommen, mal, wenn alles abgebaut ist, mal langsam runterzurutschen. Ja? Ja, wir haben ja heute schon einen guten Vorgeschmack bekommen. Es war ein tolles, spektakuläres Rennen. Und ja, jetzt heute dieser wunderschöne Abend hier und morgen dann das Highlight, die Abfahrt. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Ich habe mir die verschiedenen Passagen ein bisschen angeschaut. Bin dann die Mausefalle mal runtergefahren und auch von der Hausbergkante habe ich es mal ein bisschen laufen lassen. Aber ja, es ist absolut beeindruckend und unglaublich, was die Jungs da leisten. Ja, Lotte. Ja, Lotte. Ja, Lotte. Ja, Lotte.
Ja, ich habe einen riesen Respekt vor diesen Skifahrern, weil ich bin total schlechter Skifahrer. Und wenn man sieht, wie steil es ist, mit welcher Geschwindigkeit die dort runterflitzen, ist es schon was ganz Besonderes. Und das macht es einfach aus, dass es einfach einer der gefährlichsten Rennen sind. Und dann entsteht auch eine besondere Atmosphäre, ein bisschen so wie Monaco in der Formel 1. Und ja, und dadurch, dass wir hier mit Audi sind und mit vielen Kollegen, das können wir eine schöne Zeit zusammen verbringen. Okay, und dann zu mir nach rechts. Matthias? Jedes Jahr die Audi Night in der Tenne, ein paar nette Leute jedes Jahr so treffen, ist immer interessant. Und dann gibt es ja immer Neuigkeiten zu anschauen. Das ist das erste Mal, wo ich den Q7 sehe. So, ich finde, es gibt viele Gründe, hierher zu kommen. Fährst du selber auch Ski? Ich fahre sehr gerne Ski, aber gut, ist nicht so meins. Ein guter Teilnehmer auf der Piste, aber nicht der Raser. Die Streifen, würdest du dir zutrauen? Ja, als Zuschauer finde ich super, aber selber fahren habe ich nur runtergeschaut und sage, nein, danke, das überlasse ich den Profis. Was ist gefährlicher in deinen Augen, so Skirennfahrer oder Autorennfahrer? Als Skirennfahrer auf jeden Fall, da finde ich mich in meinem Rennauto so super wohl und sicher im Verhältnis und mit dir steht nur auf die Ski mit dem Stück in die Hände. Okay. Vielen Dank und schönen Abend. Danke. Ciao. 2014 was, thanks God, and a lot of good partners in the global world, an absolute all-time record once again. Audi sold more than 1.74 million cars to customers. We had a double-digit growth once again, and I think this is really remarkable. Begrüßen Sie mit einem großen Applaus Felix Neureuther. Wäre das für dich irgendwas, Automobilrennsport, nach deiner Karriere? Nein. Nein? Ecki sagt nein. Ja, natürlich, aber ich weiß nicht, ob das ein paar wissen. Es soll ja nicht nur Urlaub im Sommer machen, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob das ein paar wissen, aber mir ist ein kleines Malheur vor den Olympischen Spielen passiert. Und das war schon mal die erste Besserung hier. Und ja, also auf der Rennstrecke gibt es nicht so viele Leitplanken, deswegen wäre das vielleicht ein bisschen besser für mich. Ich sage, Jungs, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Felix, viel Glück am Sonntag. Danke. Danke und schönen Abend noch. Danke.